Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Automobilzulieferer tagen in Zwickau und SOS Kinderdorf weiht gespendete Spielgeräte ein. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe von Tag aktuell. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In den vergangenen Tagen sind im Zwickauer Rathaus Vertreter der Automobilindustrie zusammengekommen. Auf der 19. internationalen Jahrestagung der Zulieferindustrie drehte sich alles um die Mobilität von morgen. Rund 200 Teilnehmer waren der Einladung der IHK Chemnitz gefolgt. Wenn sich in diesen Tagen Autoexperten treffen, dann kommen sie natürlich an einem Thema nicht vorbei: VW und die Abgasgeschichte. Eine Angelegenheit, die nicht nur den betroffenen Konzern in Alarmstimmung versetzt hat, sondern Auswirkungen auf den gesamten Markt hat. Doch die Vertreter waren sich einig, dass eine Krise auch eine Chance sein kann. Absolut. Man muss wissen, der VW-Konzern ist jetzt über Jahrzehnte hinweg erfolgreich. Nämlich ohne Erfolg kann man nicht 10 Millionen Autos im Jahr produzieren und vor allen Dingen auch verkaufen. Also das ist die Ausgangsbasis. Was jetzt notwendig ist, ist, dass intern natürlich jetzt mit offenen Karten gespielt wird und sofort Transparenz hergestellt wird, dass die Kunden danach irgendwo wissen, ab diese Autos, das ich jetzt kaufe, ist in Ordnung. So, dann sehe ich auch die Auswirkungen, auch die negativen Auswirkungen, wenn sie denn da eintreten sollten, auf die Belegschaften und auf die Werke sehe ich nur im begrenzten Umfang, wenn überhaupt. Natürlich machen sich nicht nur die VW-Mitarbeiter Gedanken. Auswirkungen könnten auch die Zulieferer spüren. Doch dafür dürfte es jetzt noch zu früh sein. Auswirkungen heute sicherlich noch nicht, weil der Effekt, der dort eintreten könnte, noch nicht deutlich ist. Wie verändert sich Kaufverhalten, wie verändern sich Regionen? Volkswagen oder die Volkswagen-Gruppe ist für uns der größte Kunde in allen Bereichen. Und insofern bereiten wir uns aber auch auf Szenarien vor, was passiert, wenn jetzt Verkaufszahlen von Volkswagen zurückgeht. Dann müssen wir auch weniger produzieren. Möglicherweise wechselt dann der Käufer zu Fiat, der auch unser Kunde ist. Dann müssen wir da vielleicht mehr produzieren. Also die Auswirkungen kann man heute noch nicht so eindeutig definieren. Elektromobilität wäre für die gesamte Automobilindustrie ein neuer Markt. Nicht nur für die Hersteller selbst oder die Anbieter von Antriebsmotoren. Ein Beispiel. Bose ist sehr aktiv in diesem Umfeld, auch wenn es heute nicht den Antrieb direkt betrifft, den Motor zum Antreiben der Räder. Aber am Ende besteht ja ein Auto aus vielen Komponenten. Wir sind heute dabei, einen elektrisch angetriebenen Klimakompressor zu entwickeln und zu produzieren, der erheblich dazu beiträgt, nämlich Elektrofahren möglich zu machen. Wir haben eine elektrische Ölpumpe entwickelt. Wir entwickeln andere Komponenten, die direkt mit dem Antrieb zu tun haben, auch in der heutigen Zeit, mit dem Übergang zu Plug-in-Hybriden. Und wir hatten in der Vergangenheit, da war ich selbst der Geschäftsführer davon, einen Joint Venture mit der Firma SEW. Das ist ein Motorenspezialist, also ein Elektromotorenspezialist, den wir in 2013 allerdings eingestellt haben und alle Aktivitäten in die SEW Eurodrive übergeben haben, weil einfach die Stückzahlen für die Produktion von Motoren nicht sichtbar war. Das war der einzige Grund. Ansonsten glauben wir an diese Art der Mobilität nach wie vor. Doch allgemein betrachtet tut sich beim Thema Elektromobilität in Deutschland nicht so viel, wie sich das Kanzlerin Merkel vor ein paar Jahren noch gedacht hat. Ihr Ziel, 1 Million E-Autos bis 2020, ist längst vom Tisch. Der wichtigste Absatzmarkt, Amerika, ist längst unter anderen Ländern aufgeteilt. Deutsche E-Autos sieht man auf amerikanischen Straßen nicht. Stattdessen wimmelt es dort von Hybridfahrzeugen Toyota Prius. Diese Nuss will Deutschland nun knacken.
Ja, natürlich. Man muss sich mit der Elektromobilität aussetzen. Nur eins müssen Sie wissen, wenn Sie hier in unseren Städten sind, fahren viele Elektro aus dem Prius. Sie haben ihn gerade genannt. Ja. Das ist ein Auto für die Stadt. Das ist kein Auto für die Fläche. In Amerika fahren keine Elektroautos in dem Sinne in der Fläche, sondern das ist eine Sache für die Stadt. So, und da kommt jetzt unsere Technologie ins Spiel. Wir versuchen diesen Nachteil, dass wir nur Elektroautos hier für den innerstädtischen oder im Großraumbereich haben. Wir versuchen das über die Hybridisierung, das heißt durch die Ausstattung mit zwei Motoren, einem Elektromotor und einem Verbrennungsmotor, diesen Nachteil versuchen wir auszugleichen. Und da sind wir spitze. Die deutsche Automobilindustrie ist in der Hybridisierung spitze, absolut. Die Jahrestagung der Automobilindustrie ist seit Jahren ein wichtiger Impulsgeber für die gesamte Branche. Entwickelt hat dieses Forum der Außenhandelsexperte Michael Stopp von der IHK. Wir haben diesen Kongress 1997 ins Leben gerufen. Heute der 19. und es wird auch einen 20. über uns geben. Und hier gab es immer wieder Themen, die wir auf die Tagesordnung gesetzt haben. Wir hatten immer durchschnittlich 250 Teilnehmer, nicht nur aus Sachsen, sondern auch international. Wir hatten bei diesem Kongress Gäste aus Mexiko, aus Österreich, aus Indonesien. Und es ist wieder auch eine Delegation aus China da, aus der Partnerstadt Yandu von Zwickau. Und wie immer eine runde Sache. Und wir sind immer stellen uns die Herausforderung, die Themen zu behandeln, die die Branche bewegen. Denn Sachsen ist schließlich Automobilland und soll auch in Zukunft auf dem Weltmarkt weiterhin ganz vorn mitspielen. Im SOS Kinderdorf konnte in dieser Woche ein neuer Spielplatz übergeben werden. Die Spielgeräte wurden von einer Spende der Partei Die Linke finanziert. Kurz vor Weihnachten 2014 hatten die Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann und Jörn Wunderlich den Scheck an das Kinderdorf übergeben. Ein Dreivierteljahr ist seitdem vergangen, aber ein guter Spielplatz will auch gut geplant und durchdacht sein. Nach der Scheckübergabe musste zunächst entschieden werden, wie das gespendete Geld verwendet werden soll. Na, also erstmal hat der Prozess ein bisschen gedauert. Es war ja der Fraktion der Linken wichtig, dass die Kinder mitentscheiden, was wir dann hier auch bauen. Und da haben wir dann unseren Dorfrat entscheiden lassen. Wir sind mit den Kindern übers Grundstück, die haben echt überlegt. Und dann irgendwann mal, das hat auch ein paar Wochen gedauert, Demokratie dauert halt manchmal, und haben sich dann für diese Spielgeräte entschieden. Und dann haben wir es beauftragt. Bis sie dann kamen, hat es gedauert. Jetzt ist sie eingebaut worden und jetzt sind sie endlich da und die Kinder werden sich freuen. Und wie sie sich gefreut haben, als endlich das Absperrband durchgeschnitten wurde. Drei neue Spielgeräte stehen den Kindern nun zur Verfügung, darunter auch ein in die Erde eingelassenes Trampolin. Leicht hatten es die Bauarbeiter bei dem harten Boden übrigens nicht. Ja, ich denke, alle, die in Zwickau auch schon mal im Garten versucht haben, irgendwas einzupflanzen, zumindest hier oben auf dem Berg, die werden merken, dass die Erde hier sehr extrem hart ist, sehr felsig, und das war gar nicht so einfach, das hinzukriegen. Die Politiker hatten dem Zwickauer SOS Kinderdorf 12.000 Euro gespendet. Hintergrund war eine gemeinsame Aktion der Bundestagsfraktion der Linken. Das waren die Diätenerhöhungen aus dem letzten Jahr der Bundestagsabgeordneten der Fraktion Die Linke. Wir haben da das SOS Kinderdorf in ganz Deutschland, die Dörfer, unterstützt mit 100.000 Euro. Und 12.000 Euro sind hier nach Zwickau gegangen. Und wir freuen uns natürlich heute sehr, dass wir sehen, was daraus geworden ist, dass diese Spielgeräte gekauft worden sind und dass dort auch mit Baumaßnahmen sozusagen auch die Sicherheit gewährleistet ist. Das ist was Schönes, denke ich, was wir hier gemacht haben. Der Job eines Politikers kann manchmal staubtrocken sein. Sitzungen, endlose Debatten, das Hetzen von einem Termin zum nächsten. Doch die Scheckübergabe kurz vor Weihnachten 2014 ist für die Zwickauer Bundestagsabgeordnete eine sehr schöne Erinnerung. Ja, wo wir die Spende übergeben haben vor Weihnachten, war das wirklich eines meiner schönsten Termine, die ich in meiner Laufbahn als Abgeordnete gehabt habe, weil dort die Kinder sich so richtig gefreut haben. Wir haben mit denen zusammen gebacken. Also es war wirklich sehr, sehr schön gewesen. Das ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung, muss ich sagen. Die neuen Spielgeräte entsprechen den modernsten Standards und dürften den Kindern bestimmt für die nächsten 2 Jahrzehnte noch Freude bereiten. Werbung. Treten Sie ein in eine spektakuläre Welt.
Spektakulär. 20 Jahre Fliegende Sachsen. Eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Theater Plauen Zwickau. Am 10. Oktober in der Stadthalle Zwickau. Kunsthandwerk Liebig. Seit 1994 wieder in der Zwickauer Hauptstraße. Für individuelle Geschenke, Accessoires für schönes Wohnen und erzgebirgische Volkskunst. Nur bei Kunsthandwerk Liebig. Der Zwickauer Ratsherrenbecher mit dem ältesten Stadtsiegel. Der Zwickauer Bergmann als Räuchermann. Der Original Zwickauer Schwibbogen und einmalige Objekte aus dem Holz des Kornhausdachstuhls. Kunsthandwerk Liebig, Hauptstraße 55 bis 59 in Zwickau. Das war ein Gewerbeobjekt der Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau. GGZ. In Zwickau zu Hause. Hierher komme ich natürlich erstens mal, weil es sehr, sehr schön ist. Und damit man fit bleibt, weil in unserem Alter, da kann es schnell mal passieren, dass man nicht mehr so kann. Aber hier, das hält ihn wirklich richtig fit und schön stabil. Und dann ist es natürlich auch das ganze Fluidum wunderbar. Schöner kann es ja gar nicht sein. Man kennt sich ja und da gibt es anschließend mal immer mal ein schönes Wort und eine Rederei, einen Meinungsaustausch. Also besser kann man sich gar nicht vorstellen. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. Meter 46. Fünf Türen. Mirror Screen. Faltdach. Rückfahrkamera. Der Citroën C1. Die Stadt ist seine Natur. Le car, le caractère. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau Oberplanitz. Dr. Grünwald, was ist denn das Besondere an Rosaxan? Rosaxan enthält sehr viele Hagebutten. Die sind reich an Mangan. Das brauchen wir für die Bildung des Bindegewebes und für den Erhalt der Knochen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Die
Die Fraktionsvorsitzenden von CDU, Linke, SPD und Bündnis 90 Die Grünen im Stadtrat haben sich in einer gemeinsamen Erklärung zur Flüchtlingsthematik geäußert. Der gegenwärtige Zustrom von Flüchtlingen und Asylbewerbern stelle auch uns in Zwickau vor die Verantwortung, diese Menschen sicher und menschenwürdig unterzubringen. Verwaltung und Politik im Landkreis und in der Stadt arbeiteten mit Nachdruck an einer bestmöglichen Lösung. Wenn allerdings die Integration gelinge, könnte der Zuzug auch eine Chance für unsere schrumpfende Stadt sein. Die Fraktionsvorsitzenden sehen mit Freude und Stolz die Hilfsbereitschaft der ehrenamtlichen Helfer. Für Gewalt, Hass, Intoleranz und Rassismus sei in unserer Stadt kein Platz. Indes hat die Stadt auf ihrer Internetseite Informationen zum Thema Asyl und Flüchtlinge in der Stadt zusammengefasst. Unter www.zwickau.de/asyl informiert die Stadtverwaltung darüber, welche Behörden für welche Aufgaben zuständig sind, welche Unterkünfte es in Zwickau gibt und gibt Antworten auf häufige Fragen. Mit 13 Bussen werden am kommenden Samstag Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus Südwestsachsen unter dem Motto TTIP und CETA stoppen für einen gerechten Welthandel zur Demonstration nach Berlin fahren. Mehr als 30 Organisationen rufen dazu auf, gegen die Freihandelsabkommen sowie für einen gerechten Welthandel zu demonstrieren. Mit den Abkommen gerieten Demokratie, Rechtsstaat und Arbeitnehmerinteressen unter Beschuss, wenn ihnen wirtschaftliche Einzelinteressen übergeordnet werden. Seit Beginn der Verhandlungen fordert der DGB, dass Arbeitsstandards wie die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation festgeschrieben werden sollen. 15.000 Blutspenden täglich sind notwendig, um den Bedarf an Blutprodukten in Deutschland zu decken. Besonders bei schönem Wetter sinkt die Blutspendebereitschaft. Der lange Sommer hat die Depots schwinden lassen. Aber auch die kommenden Herbstferien und die anstehende Erkältungszeit lassen die Menge des gespendeten Blutes wieder sinken. Das Häma-Blutspendezentrum in Zwickau bittet deshalb dringend um Spenden. Besonders Menschen mit der Blutgruppe 0 und A werden dringend gebeten, in den nächsten Tagen zum Aderlass zu kommen. In Zwickau besteht in den Arkaden von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr und am Samstag von 7.30 Uhr bis 12 Uhr die Möglichkeit der Blut- und Plasmaspende. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Beim 6. Werdauer Kürbiszauber präsentieren morgen von 16 bis 21 Uhr über 60 Handwerker, Händler, Schulen und Vereine ihre facettenreichen Angebote rund um den Kürbis. Schon im Vorfeld haben die Werdauer Kinder Kürbisgesichter geschnitzt, die morgen dann entsprechend vorgestellt werden. Außerdem gibt es um 18.30 Uhr wieder einen großen Lampionumzug. Der Start ist wie immer am Brunnen vor dem Rathaus. Der Thomanerchor aus Leipzig gastiert morgen in der Stadtkirche St. Georgen in Glauchau. Dort erklingen dann ab 18 Uhr Werke von Schütz, Bach, Brahms und Reger. Begleitet wird der Chor von Thomas-Organist Ulrich Böhme und das Konzert steht unter der Leitung von Gotthold Schwarz. Bereits zum vierten Mal bietet die Neue Welt am 31. Oktober den Rahmen für die Tanzveranstaltung Lasst uns tanzen. Den musikalischen Part übernimmt erneut Julian Fasel, selbst begeisterter Standard- und Lateintänzer. Die Sitzplätze im Parkett wurden weiter reduziert, damit auch wirklich jedes Tanzpaar genügend Platz hat, sich in seiner Tanzrichtung auf der Tanzfläche zu bewegen. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. 14,95 Euro kostet die Karte. Die gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder hier bei uns. Denn wir verlosen jetzt 3x2 Freikarten für das Tanzevent. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, uns eine E-Mail zu schreiben an gewinn@tv-zwickau.de. Ich drücke Ihnen mit dem gesamten Team beide Daumen. Werbung. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Das sollten Sie nicht verpassen. Das 13. Sächsisch-Bayerische Oktoberfest in der Stadthalle Zwickau. Zwei Termine am 23. und 24. Oktober sind bereits ausverkauft. Jetzt können Sie sich noch Karten für den Zusatztermin am 25. Oktober sichern. Seien Sie dabei beim 13. Sächsisch-Bayerischen Oktoberfest am 25.10. um 17 Uhr. Day Spa Zwickau. Ein bunter Strauß schöner Ideen. Für den schönsten Geburtstag oder den Junggesellinnenabschied das Dayspa mieten. Lassen Sie und Ihre Freundinnen sich bei Massagen und Beautybehandlungen verwöhnen. Gerne auch für starke Männerrunden, Sekt und Häppchen inklusive. Für schöne glatte Haut, Waxing im Dayspa. Einmal ein kurzes Ziepen und bis zu 6 Wochen stoppelfreie, gepflegte Haut. Für die schönste Überraschung mit Gutscheinen von Dayspa Zwickau, dem Partner, der Freundin oder Kollegen, wundervolle Entspannung und eine Wohltat für Geist und Körper schenken. Dayspa Zwickau, die schönsten Ideen für einen schönen Tag. Nähe Schwanenteich im Penthouse der Commerzbank, Zufahrt über Lothar-Streitstraße. Im Netz unter www.dayspa-zwickau.de. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von den Zogen. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Schuh Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Jetzt am Start, die noch schnellere Zweierkombi von Tele-Columbus. Die Spannung steigt. Internet-Flatrates mit bis zu 150 Megabit. Bahnfrei! Und dazu die super günstige Telefon-Flatrate. Alles für nur 19,99 Euro im Monat. Jetzt auch mit Tablet-PC. Bestellen Sie jetzt unsere Doppelflat unter www.telecolumbus.de oder in Ihrem Tele-Columbus-Shop. Tele-Columbus. Herzlich willkommen beim Homecare-Service Treitschke, dem kompetenten Partner, wenn es um Ihr Wohlbefinden geht. Sie finden uns mit unserer Firmenzentrale und dem Sanitätshaus am Schlobigplatz in der Thomasmannstraße 2. Als Partner aller Krankenkassen kümmern wir uns, wenn es in Ihrer Familie gesundheitliche Probleme gibt. Auch die Klärung bürokratischer Belange gehört bei uns zum Tagesgeschäft. Außerdem bieten wir Komplettleistungen rund um die häusliche Pflege an. In unserem Homecare-Bereich unterstützen wir Sie mit ableitenden und saugenden Inkontinenzhilfen, moderner Wundversorgung sowie mit Tracheostoma-Materialien. Zusammen mit der enteralen Ernährung und der Stoma-Versorgung sind wir seit mehr als 20 Jahren für Sie unterwegs. Unsere fachlich kompetenten Mitarbeiter nehmen sich Zeit für Sie. In unserer modernen Orthopädiewerkstatt am Standort Thomasmannstraße gehen wir minutiös auf Ihre Bedürfnisse ein. In den modernen Werkstätten unserer Orthopädietechnikabteilung fertigen wir für Sie individuell Hilfsmittel für alle Körperbereiche. Ob Bandagen, Schuheinlagen, Orthesen oder Prothesen, alles wird individuell auf Sie zugeschnitten und Ihren Bedürfnissen angepasst. Mit modernster Computertechnik unterstützen wir dabei den Fertigungsprozess. In unserer Reha-Werkstatt an der äußeren Dresdner Straße halten wir das komplette Angebot von Gehhilfen über Rollstühle bis hin zum Badewannenlift für Sie bereit.
Wir befinden uns also hier im Reha-Team der Treitschke GmbH. Wir kümmern uns also besonders um die Hilfsmittel bei Entlassungen aus der Klinik im häuslichen Bereich. Wir sind also ein Logistikunternehmen, wir versorgen Sie zu Hause. Wir haben also von Rollatoren über Treppensteiger, Treppen müssen bewältigt werden, Fahrzeuge. Wir haben also hier die komplette Versorgung, Werkstatt und betreuen Sie zu Hause und betreuen Sie also rund um die Uhr mit Reha-Technik. Mit Fingerspitzengefühl und Sensibilität unterstützen Sie unsere Mitarbeiter beim Einsatz und der Handhabung sämtlicher Hilfsmittel in der häuslichen sowie stationären Pflege. Auch am Standort Eckersbach in der Scheffelstraße 46 sind wir mit unserem Sanitätshaus und Gesundheitszentrum präsent. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr unter 0375 2721 590 erreichbar. Unser Motto: Beginnen Sie den Tag mit einem Lächeln. Denn Lächeln ist gesund. Hotelpension Flexig, Hartmannsdorf bei Kirchberg. Täglich ab 11 Uhr Essen vom Feinsten. Telefon 037602 6342. Manchmal brauchst du einfach jemanden, der mit dir Neues ausprobiert, der dich bewegt. Jemand, der dir einfach so hilft, der größer ist als du. Es gibt Momente, da brauchst du jemanden, der dich überrascht, der stärker ist als du und dir ein Lächeln schenkt. Wenn alles schief läuft, da brauchst du jemanden, der über dein Missgeschick lachen kann. Und der in einer komplizierten Situation eine ganz einfache Lösung findet. Es gibt Tage, da brauchst du Menschen, die mit dir besondere Momente teilen, die dein Leben bereichern. Manchmal brauchst du einfach ein Wir. Dafür stehen die Wohnungsbaugenossenschaften WEWOBAU, ZWG und WBG Zwickau-Land. Die Eispiraten Krimmitschau wollen am kommenden Wochenende zurück auf die Erfolgsspur. Dafür muss das Team von Trainer Chris Lee erneut zwei schwere Aufgaben lösen. Morgen müssen die Westsachsen bei den Ravensburg Tower Stars auflaufen, bevor am Sonntag um 17 Uhr das nächste Heimspiel gegen die Kassel Huskies auf dem Programm steht. Am Samstag findet im Westsachsenstadion ein erster gemeinsamer Familiensporttag für Asylbewerber und einheimische Sportbegeisterte statt. Im Zeitraum von 14 bis 18 Uhr können alle Kleinen und Großen, Junge und Junggebliebene aktiv werden und einen bunten Mix an Sport- und Bewegungsangeboten nutzen. Organisiert wird der Familiensporttag vom Helferkreis Neuplanitz und vielen freiwilligen Helfern. Wiederholungen des Familiensporttages sind indes vorgesehen. Das Wetter wird präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Zwickau-Land. Wohnservice mit dem Blick fürs Ganze. Auch am Freitag versteckt sich die Sonne hinter dichten Wolken. Anfangs kann es noch etwas regnen, später bleibt der Himmel trocken. Bei einem schwachen Nord- bis Ostwind klettert das Thermometer auf 11 bis 13 Grad. Und die Aussichten: am Wochenende lockert es zunehmend auf. Der Sonntag verläuft dann schon weitgehend sonnig. Zu Beginn der neuen Woche nimmt die Bewölkung wieder etwas zu. Die Temperaturen gehen merklich zurück und erreichen am Montag nur noch 8 Grad. Tja, und das war's für heute von Tag aktuell. Währenddessen für mich heute schon Schluss ist mit dieser Woche, ja, müssen meine Kollegen morgen noch ein bisschen wackeln. Die freuen sich auf jeden Fall, wenn sie morgen um 19 Uhr zu einer neuen Ausgabe unseres Magazins einschalten. Ich sag ciao und tschüss. Television Zwickau.